Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde F1 2018 und wir befinden uns hier in Silverstone, wo wir insgesamt, ich glaube, 28 stand da gerade, Runden fahren werden. Ich habe alles weggedrückt, 26. Okay, okay, ein Stop fahren wir hier. Gucken wir mal, ob das was wird. Kein Regen erstmal. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob Regen kommt. Momentan würde ich sagen, nein. Come on, da habe ich so schön überholt. Okay, nochmal neu starten. Okay, das war kacke. Come on, schon wieder gelb. Das war auch kacke. Wegen Ocon. Der kleine Rambock hier. Apropos kleiner Rambock. Ah, was mache ich da? Warum da? Oh nein. Alonso will nicht aus dem Weg gehen. Grosjean hinter mir. Alonso in der Kurve kassiert, nice. Oh, du merkst außenrum. Es war so klar, dass Alonso mich da probieren wird zu snacken. Diesmal schafft es aber null. Hoffe ich. Okay, er hat das nicht geschafft. Nice. Problem ist, ich brauche jetzt irgendeine Stelle, wo man wieder krass bremsen muss. Da war sie eigentlich, aber davon brauche ich mehr als nur die eine. Und hier gibt es leider nur eine. Kein Regen. Van Dorn und Stroll, die fahren aber doch hinten rum, ne? Also klar, das sind meine, ich glaube, meine ewigen Konkurrenten momentan, aber also meine allgemeinen Konkurrenten auch. Ob ich die jetzt gerade als Konkurrenz sehen würde? Ja, nicht wahrscheinlich. T
direkt an Hülkenberg dran und dahinter mir eine Lücke. Das gefällt mir. Also die Lücke. Jetzt muss ich ein bisschen abreißen lassen hier. Uns gerichtet vor der entscheidenden Kurve hier. Wo man vielleicht mal überholen könnte. So, der DRS ist aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. So, da bin ich auch in Hülkenberg vorbei. Auf 8 vorgefahren. Und habe noch DRS mitgenommen. Doppelt nice. Und die vor mir fighten. Also Sainz und Verstappen ist da, glaube ich. Ja, Sainz und Verstappen. Vielleicht komme ich da also auch noch ran. Das wäre nochmal nicer. Und dann davor keine Chance, das sind dann glaube ich beide Ferraris und beide Mercedes. Jetzt ist Sainz erstmal wieder am Verstappen vorbei. Ah, der dreht mich mit den Reifen weg. Schon wieder. Fuck. So, direkt beide in einer Kurve. Bisschen Rambock gespielt natürlich wieder, aber das geht schon. Bottas ist vor mir. 2,8 weg. Halt auch meine Taktik. Alle fahren einen Stock, glaube ich. So. Ein paar Informationen zu Hülkenberg. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Hülkenberg hat eine Art mechanisches Problem. Okay, okay. Ich habe aber gar kein Problem, also alles tutti soweit, bisschen in der Flügel angeschlagen, aber das geht noch, das geht noch. Da wird er jetzt nicht meckern wahrscheinlich. Oh, Sainz habe ich im Nacken. Habe ich gut ausgebremst hier. Beziehungsweise besser gebremst als er, sagen wir es so. Da vorne zieht so ein bisschen so eine Gewitterfront auf. 3,9 glaube ich, wenn ich gerade richtig gesehen habe. Alter, woher kommt der auf einmal? Jetzt dreht er mich. So ein Ernst? So, er weiß selber, dass er eigentlich auf meinem Platz gehört. Aber... ja. Ich lasse ihn nicht vorbei. Zumindest erstmal nicht. Problem ist halt, die Strecke ist so eine Überholstrecke.
Uiuiui. Und der ist wirklich direkt hinter mir. So, Vollgas. Aber dahinter, Science ist mega weit weg. Science hat schon Angst und bleibt jetzt mal weg. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,3 Sekunden. Er wollte schon wieder wissen hier. Er wollte es schon wieder wissen. Ja, das lasse ich nicht mit mir machen. Hier will das wieder. Aber da bleibt er mir hängen. Okay, alles klar. Hab eine Verwarnung dafür bekommen, aber das ist mir egal. Ja, ich weiß, im Multiplayer muss ich da Platz lassen und so, aber nicht im Singleplayer gegen CPU. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,1 Sekunden. Verstappen kann man da mal das Rennen verloren, würde ich sagen. Besonders habe ich jetzt freie Fahrt. Der Abstand zum Führenden beträgt und werde nicht ständig genervt. Sekunden. 12,0 zum Führenden. Kann ich nicht einen Nullstopp machen? Kappa. So, 20 Runden noch etwa, nicht ganz. Wobei, die 26. zählt ja auch. Verstappen tut mir schon ein bisschen leid, ne, aber warum will er auch einfach überholen? Das geht so nicht. Das muss gestraft werden. So. 8,2, 2,1 nach hinten. Also der nach hinten ist ungefähr konstant. Der nach vorne fährt immer weiter weg. Also ich muss irgendwas erfinden, um da ranzukommen. Jetzt bin ich angeblich 0,2 rangekommen. Mit Mediums fahre ich weiter hier nach. Runde 10 bis 12 muss ich boxen. Na, schauen wir mal, was die Reifen bis dahin sagen, ne? Uiuiui.
Da habe ich ein bisschen zu sehr gebremst, das war dumm von mir. Dafür hier jetzt volles Risiko. Irgendwo muss man mit der machen. Dann haben wir trotzdem direkt relativ viel verloren nach vorne weg. Sekunden. 12,6 zum Teamkollegen. Das läuft doch. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Was denn jetzt genau? Oh, Connor hat gerade Sainz überholt. Das ist, glaube ich, nicht gut für mich. Also gerade, dass sie das Duell haben schon. Also komme ich ein bisschen weg. Aber Ocon ist, glaube ich, jetzt schneller als Sainz. Und zieht jetzt ein bisschen weg und natürlich an mich ran. Sainz hat die so ein bisschen aufgehalten, glaube ich. So. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt. Alter, war das schlecht gefahren. 4 Sekunden. Uiuiui. Das war gar nicht gut. Wenn ich diese Reihen fahre, muss ich 16 Runden mit den anderen reifen. Ich will aber möglichst weniger mit den anderen. Von daher probiere ich noch mindestens eine weitere Runde zu fahren. Uiuiui. Idealerweise auch zwei. Stark mitgenommen und komplett nutzlos, höre ich hier. Das sind Wörter, die will man natürlich mit seinen Reifen nicht hören. Oh, die anderen sind schon in der Box teilweise. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,2 Sekunden. Ricardo und Hamilton waren da gerade. Ocon fährt weiter. Raikön und Vettel fahren auch noch eine Runde. Uiuiui. Ich hätte die Frage, wie viel die jetzt auf dem Weißen gut machen. Oder ob die Weißen sofort essentiell schlechter sind.
Hintermann beträgt 4,0 Sekunden. Zum Hintermann ist alles okay. Eine fahren wir noch, Freunde. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. So, schon mal angesagt, dass ich reinkomme, weil ich wusste, dass das jetzt passiert. Lance ist an die Box gefahren. Lance ist jetzt an der Box. Uiuiui. Irgendwer fährt noch Hamilton, aber der fährt schon wieder. Nicht noch. Wir können dich jetzt nicht reinholen. Komm in der nächsten Runde an die Box. Nein, ich fahre in dieser Runde. So, ab in die Box gleich. Kann man mit 71% mal machen. Ne? 72 habe ich noch hinbekommen. Relativ lange Boxengasse, ja? Los, los, los! Fünfter? War Ricardo nicht Boxen? Oder war ich vorher Fünfter? Ne, ich war vorher auch Fünfter. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ach, wie viel Zeit habe ich jetzt gewonnen durch den Boxenstopp? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Ich glaube nämlich schon ein bisschen hier. Wenn ich mal so gucke, wo der ist, wenn ich... Ich glaube, ein bisschen habe ich gewonnen. Ich hatte 4 am Ende, glaube ich. Ja, 5 Sekunden habe ich. Also eine Sekunde nochmal rausgefahren irgendwo. Wo auch immer. Oder schneller geboxt oder so. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hamilton führt das Rennen an. Hamilton noch in Führung. Bottas bin ich nur am Verlieren, aber auf Sainz halte ich mich relativ stabil. Wenn jetzt da vorne jemand von Ausfällen geplagt wird, bin ich natürlich auch nochmal da. Oh, jetzt kommt Sainz ein bisschen ran. So, jetzt gehen wir nochmal Vollgas hier. Jetzt erstmal wieder an die Strecke hier gewöhnen mit den Reifen auch. So.
Da war ich ein bisschen weit außen. Das war nicht so gut. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 13,8 Sekunden. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,3 Sekunden. Jetzt habe ich gerade Schluck auf so ein bisschen. Was ziemlich nervig ist. Aber okay. Auf dem Formel. Hintermann holt 15. pro Runde auf dich auf. 15. pro Runde holt er auf. Ich bin sicher, der hat was an seiner Motoreinstellung gerade gemacht. Irgendwie auf Fett oder so. Wir machen da aber erstmal nichts. Wir haben nämlich nur noch 0,31 im Plus. Komm, wir stellen mal ein paar Runden runter. So, dass wir irgendwann plus 2 haben und dann ordentlich Gas geben können mit Fett. Und dann ordentlich wegfahren. Das wäre doch super. Na gut, dass ich erst in der 12. Runde boxen war, aber guckt euch mal meine Reifen an. Die sind schon wieder bei 9%. Beziehungsweise 10%. So, das will doch keiner haben. Freunde, 10% auf den Reifen. Das will doch niemand. Uiuiui. Saying goodbye.